Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind immer noch in Frankreich unterwegs. Haben wir noch einen Questpunkt, den ich mal vergeben? Questpunkt. Wer ist der? Ein Beherrschungspunkt, den ich mal vergeben möchte, hier auf Rabenbeherrschung. Das war, glaube ich, ganz gut. Ja, und ansonsten sind wir gerade unterwegs, des Kaisers Frau zu suchen. Vorher nehmen wir hier noch so ein paar ja, Aussichtspunkte mit, würde ich sagen. Hier zum Beispiel den. Da wollen wir einfach mal hinreiten. Hier die Sachen, die lassen wir erstmal so ein bisschen links und rechts liegen. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin, denke ich. Gibt es eine neue Konzeptgrafik? Ja. Und hier oben ist die Königin irgendwo verschollen. Da müssen wir hin. Wo ist denn mein Pferd? Es sind so viele Pferde, aber keins davon gehört mir. So, dann machen wir uns einfach mal auf den Weg durchs wunderschöne Frankreich hier. Oder Frankenreich. In dem Fall. Aus dem Weg da. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, das ist ein Opal. Ich dachte, da läge irgendwie eine Schriftrolle oder sowas. Leider nicht. Ja, und unterwegs wollen wir nämlich noch die Schlüssel zum Assassinenstützpunkt hier in Paris suchen. Einen haben wir beim letzten Mal gefunden in den Ruinen von Champleu. Und wir müssen jetzt gerade zu einem weiteren unterwegs sein. Da haben wir ein Kloster, das werden wir irgendwann noch überfallen. Da hätte ich mal Essen mitnehmen können, glaube ich. Da war ein Busch direkt neben der Straße. Ein kleines bisschen Nahrung könnte ich noch brauchen. Ja, schön sieht es hier aus auf jeden Fall. Da kann man schon mal nicht maulen. Warum werden wir langsam? Das hier sieht nicht direkt aus wie eine Ortschaft, wenn ihr mich fragt. Irgendwie werden wir gerade verdächtig langsam. Da drüben gäbe es einen Aussichtspunkt und auch irgendwas zu holen, aber wie gesagt, das lassen wir erstmal liegen. Das liegt so ein ganz kleines bisschen abseits des Weges. Ja, dann reiten wir auch einfach nicht rechts lang, sondern eigentlich will ich ja geradeaus. Geradeaus gibt es nicht so richtig, ne? Ach so, das da ist geradeaus. Na gut, dann machen wir ein Pferd. Ja, das haben wir nämlich gesehen, weil ich da total professionell langsam dran vorbei bin. So, ist das hier die richtige Richtung? Ja, jetzt wäre es einmal an der Zeit, ein bisschen zu beschleunigen, Ivor, sonst holen wir uns hier gleich vom Pferd. Das sieht Ivor scheinbar komplett anders. Das ist natürlich schade. Oh, da gibt's Pilze. Troll curse corruption lurks here. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wenn wir schon mal hier sind und das quasi wirklich direkt auf dem Weg liegt, schauen wir doch mal, wo. What see you, old friend? Macht da hinten. Ist gar nicht hier vorne. Na gut, dann reiten wir noch ein kleines Stückchen weiter. Ups. Ja, ein ganzes Dorf hat sie scheinbar erwischt. So, mein Marker wollte mich irgendwo hier drüben hinschubsen. Zu dieser Hütte dort oben mutmaßlich. Hier wird das Geräusch auch lauter.
hier oben. Ja, wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit in der Kirche, ne? Oder im Brunnen. Ja, hier könnten wir durchaus richtig sein. Was ist dein Ernst? Dankeschön. Wenn sie einfach mal gerade ausschlagen könnte, ne? In Blickrichtung quasi. Das wäre total gut. Ups. Ja, da haben wir es doch schon, würde ich sagen. Mehr gibt es ja auch gar nicht zu holen, ne? In der Kirche hätte ich ja vermutet, dass da irgendwas Cooles gibt, aber da gibt es nur so ein bisschen Titan. Ich glaube, Titan ist es. Ja, okay, die Tür ist auch nicht mal verschlossen. Genau, Titan haben wir. Oh, und ein Brief. Tagebuch von Nana Lee. Ich kann kaum schlafen. Draußen ist so viel Geschrei. Ich will wissen, was los ist. Ich dachte, ich hätte Tante Marbe und Amaret gehört. Sie klang so schmerzerfüllt und ich wollte ihnen helfen, aber Mama sagte, ich muss ruhig bleiben. Sie sah so verängstigt und wütend aus, dass ich lieber gehorcht habe. Sie meinte, dass da draußen böse Männer sind und ich brav sein muss. Unsere Türen sind verrammelt und wir verstecken uns im Keller. Es stinkt und ich kann alles von draußen hören. Wie soll ich dabei einschlafen? Der Morgen kommt und ich habe nicht viel Zeit, dies zu schreiben. Mama hat gesagt, dass wir in Paris sicher sind, hinter den Stadtmauern. Aber ich will nicht gehen. Ich will mein Zuhause nicht verlassen. Warum müssen wir sterben, wenn wir bleiben? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wir packen jetzt die wenigen Habseligkeiten, die wir haben, und ich muss mich verabschieden. Mama will, dass ich einen Schal um den Kopf trage. Sie sagt, es würde meine Augen davor schützen, da draußen schlimme Dinge zu sehen, aber ich werde ihn abnehmen, sobald ich draußen bin. Ich möchte mein Dorf ein letztes Mal sehen und es in mein Gedächtnis einbrennen, bevor wir gehen. Genau. Das ist vielleicht nicht der Anblick, den sie in Erinnerung halten möchte. Unfertige Gräber hier auf jeden Fall. So, Pferd, komm mal ran hier. Okay, Pferd hat Urlaub. Aber mein Pferd steht auch direkt da unten. Ach, jetzt, ja. Du hast so lange hier hochgebraucht. Es stand da unten bei diesem Baum da. Da stand direkt mein Pferd und das hat jetzt so lange bis hier hochgebraucht. So, ein Fluch beseitigt. Und da nach links zu diesen Ruinen wollen wir. Okay. Und da gibt es dann den Schlüssel der Verborgenen. Was sind denn das hier? Die Ruinen von... Das sehen wir noch nicht. Jetzt noch ein Pferd. Ja, ist das Pferd schon wieder planlos? Oder... Ja, es reitet da jetzt einfach einmal außen rum. Ja, ein Wildschwein. Noch ein Wildschwein. Mini-Wildschwein. Oh... War ein kleiner, ja, weiß nicht, für einen Frischling war es schon ein bisschen groß, ne? Aber vielleicht ein Überläufer. Was, wie heißt das hier? Die Ruinen von. Von wem? So, auf jeden Fall ist hier jetzt schon mal alles von Arsch. Das sind die Ruinen von Divodurum. Okay, gut zu wissen. So, wir haben da irgendwas und dann haben wir unterirdisch. Warte mal, was waren das für ein Zeichen? Da muss ich direkt nochmal auf die Legende gucken. Dienste sonst bis Irland, Frankreich. Eine römische Ausgrabung, okay, alles klar. Ja, da steht die Kiste, schwer zu übersehen. Da unten ist ein Wolf. Der ist auch relativ schwer zu übersehen.
Ich dachte, einmal Bein, einmal Kopf reicht. Hat es uns auch immer gereicht. Aber heute nicht. Achso, ja, vielleicht schießen wir uns da einen Leiter runter. Und dann können wir da einmal zum Aussichtspunkt hochkrabbeln. Ups. Und mal den Blick ein bisschen schweifen lassen. Das sieht total schön aus. Was sind denn das da hinten für Felsen? Da oben waren wir noch nicht, aber da gibt es Felsen. Okay, gut zu wissen. Und da gibt es auch noch irgendwas zu plündern. Da hinten ist schon wieder Paris. Das sieht halt echt total gut aus, das Spiel. Immer noch. Auch wenn die Charaktere halt manchmal ein bisschen komisch aussehen. Ne? Aber die Landschaft, also wenn ich sage, das Spiel sieht total gut aus, meine ich hauptsächlich die Landschaft und die, ja, das Level-Design einfach der Landschaft hier. Das sieht halt echt immer bombastisch aus. Auch mit den Wolken und so, ne? Das ist alles echt gut gemacht. Ja, der Baum da mit der Kirche, ne, das war wohl das, wo der Fluch lag, den wir gerade gebrochen haben. So, da gibt es noch einen Opal. Hinter mir lag auch noch eine Tasche zum Plündern, da ist bestimmt Wertvolles drin. Ja, eine Blume, nice. Das Silber ist dafür im Fass. Und hier haben wir noch ein Seil in der Tasche. Okay, alles klar. So, gibt es denn hier sonst noch irgendwas Interessantes? Das sieht gar nicht so aus. Ach, da drüben lagern noch zwei Wölfe. Bin ich ja gar kein Fan. So, da gibt es noch ein bisschen Titan. Und da gibt es noch eine Truhe. Wenn ich mir die so markiere, bringt mir das, glaube ich, gar nichts, ne? So, da lagern noch zwei Wölfe, die nehme ich vielleicht einfach mal aus dem Spiel, bevor die... anfangen nervig zu werden, ja. Jetzt kommt der natürlich schon direkt zu mir gerannt. Da sind noch zwei. Alles Leder. Oh, das war ein Volltreffer. Ja. Das hingegen war recht scheiße. Einfach still. Oder halt nicht still, rennen halt durch die Gegend. Ja, du bist ein Stein, du bist gar kein Wolf. Jetzt steht er wirklich direkt unter mir. Ah, da drüben war noch einer, ne? Da rennt noch einer durch die Gegend. Er ist halt nur gerade mal ein bisschen weggerannt. Na, wo ist denn der hin? Versteckt er sich jetzt hinterm Baum irgendwo? Da ist er. Upsi. Ich mag das, wenn Wölfe so vollkommen wild rumspringen. Es wirkt immer so realistisch. So. Alles klar, haben wir erledigt. Das machen wir auch mal direkt kaputt. Und dann, achso, nee, ganz runterspringen will ich natürlich noch nicht. Oh, super abgerollt. Ja, dann krabbeln wir hier mal runter, würde ich sagen. Gibt es Unmengen von Pfeilen, warum denn? Warum gibt es hier so viele Pfeile? Ernsthaft?
brauche einen anderen Eingang. Ups. Jo, in dem Fall musste ich mich hier nochmal gründlich umsehen. Ich dachte, das hier wäre der Eingang. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo noch einen Brief. Hier zum Beispiel. Suchbefehl. Hauptmann, schicke deine besten Männer, Giselle und die Vodorum. Okay, das kennen wir schon im Brief. Warum kann ich denn hier so draufklettern? Nur für den Aussichtspunkt? Was verrät mir denn die Karte? Nichts. Doch, die Karte verrät mir, dass sich dort drüben noch ein Eingang befindet. Wo ist mein Marker schon wieder? Da unten. Aha. Okay. Ich dachte, dieses Gewölbe wäre der Schacht dort. Beziehungsweise dieses Symbol hier. Oh. Das ist doch schön. Ist die Tür. Und dann wird der große Schacht nachher unser Ausgang. Gut, da schießen wir mal direkt drauf. Guck mal, was das getan hat. Gar nichts. Die Wand, die wir einstürzen lassen sollen, echt dahinter ist. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier zufällig den richtigen Weg jetzt gefunden, weil ich einfach ein bisschen erkunden wollte. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier der richtige Weg ist. Ob ich nicht lieber oben lang soll eigentlich. Was gibt's denn hier? Hier ist eine Sackgasse. Habe ich mich da vorne natürlich gar nicht umgesehen. So, aber da gab es auch nur hier dieses Gitter irgendwie und das war's dann. Das war jetzt wenig rätselhaft hier alles. So, das nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir diesen Schlüssel mit. Ganz genau. Anordnung zum Rückzug, mit dem Rückzug Roger, alle Verborgenen, bla bla bla. Okay, das kennen wir auch schon. Und dann gibt es hier eine Fertigkeit. Oder eine Fähigkeit. Die goldene Flamme. Was tut denn die goldene Flamme? Eine Nahkampffähigkeit. Oh, mal gucken, ob die gut ist. Befestige einen Sprengsatz an deinem Gegner, der nach kurzer Verzögerung explodiert. Ja, das ist doch dumm. Da muss ich mich ja direkt aus dem Nahkampf lösen. Wenn die Verzögerung groß genug ist, ergibt es vielleicht in Zusammenhang mit dem Tritt eine schöne Kombination. Aber ansonsten... So, mehr gibt es hier gar nicht zu holen, oder was? Oder wie, oder wann, oder wer? Ach, da ist eine Kiste, die könnte man kaputt machen. Man könnte es auch bleiben lassen und die Ratten einfach umgehen. Was passiert denn, wenn ich die Kiste kaputt mache? Hauen die Ratten automatisch ab? Ja, irgendwie schon. Zumindest teilweise. Ah.
So, aber hier unten dürfte ich doch jetzt alles mitgenommen haben, oder? Was sagt denn meine Karte dazu? Sind hier noch verdächtige Dinge? Nee. Alles klar, dann krabbeln wir hier mal raus. Ja. Und hier ist nämlich schon der Ausgang. So, hätten wir das geschafft. Da sind wir doch heute schon ein bisschen vorangekommen. So, und dann wollen wir da oben hin. Wo führt denn da der Weg lang? Ach, der Weg führt direkt hier durch eigentlich. Oder? Läuft denn der Weg oder läuft der da oben lang? Ich glaube, ich will den Weg da oben lang. Das heißt, wir kommen erstmal an Medanta vorbei. Und hier drüben. Ja, dann reiten wir doch zuerst mal dorthin. Dann kann ich hier schon ein Pferd holen. Oh, gibt es noch was zu lesen? Nachricht des Hauptmanns. Männer, es gibt keinen einfachen Weg in die Ruinen. Durch Baulwinds glücklichen Sturz in den Tümpel haben wir einen weiteren Eingang unter Wasser gefunden. Kommt nicht unbewaffnet, denn Nordmänner wurden in der Gegend gesehen. Nicht den Kopf verlieren. Okay, Nordmänner haben hier also das Gemetzel angerichtet, das stellt meine Theorie, dass sich hier noch ein Assassine befindet, so ein bisschen in Frage. Wenn wir jetzt hier einfach einen anderen Verdächtigen haben. Warum reiten wir in die Richtung hier? Das ist totaler Quatsch. So, Marker, wo bist du? Da drüben. Füchse, hallo. Füchse mag ich, die sind niedlich, die tun nichts. Nicht so wie Wölfe oder Wildschweine. Vielleicht sogar noch Luchse oder Bären. Ja, seht ihr? Die nerven immer. Jedes Mal nerven die. Warum bist du ein Räuber? Ist echt gewagt, mich hier mit einer Schleuder zu malträtieren. Ich bin im Wasser, warum bin ich? Und vor allen Dingen, wo kam das Feuer her? Irgendjemand hat mich hier beschossen. Ja. Komm schon, steh auf. Unglaublich. So, ein bisschen Pfeile nachfüllen hier. Und einen Opal einsammeln. Ich hatte ja gehofft, wenn hier so eine Kiste ist, deswegen bin ich hier hingeritten. Nicht, weil die Kiste so geil ist, sondern weil ich gehofft hatte, dass hier irgendwie so eine Nachricht ist, so ein kleines Story-Dings vielleicht. Aber hat jemand seinen Arm verloren.
Aber mit Räubern hatte ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt gerechnet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, das reicht immer noch nicht an Proviant. Hier hätte ich mal alles in die Luft sprengen können, wenn ich mich halt ein bisschen clever angeschlichen hätte. Habe ich natürlich nicht. Wo kämen wir denn dahin? So, gibt es hier gar nichts? Kein Schriftstück oder sowas? Eigentlich gibt es ja hier immer so ein erklärendes Schriftstück, ne? Wo man kurz sieht, was machen die Räuber hier, was ist ihre Motivation und überhaupt. Wo hat denn mein Marker gerade hingezeigt? Ich dachte hier unter diese Zeltplane. I need your eyes, my friend. Also, schauen wir uns das Ganze mal von hier drüben ein bisschen hier an. Ja, da, unter der Zeltplane, angeblich Titan. Ja. Na, da habe ich doch alles. Im Korb habe ich doch schon geplündert. Ja, hier, im Korb, ne? Das habe ich ja schon mitgenommen, liebes Spiel. Okay. Funktioniert also auch wunderbar, freue ich mich. Keine Bugs oder ähnliches hier. So, und dann reiten wir doch einfach mal direkt hier so rüber, würde ich sagen. Wo habe ich mein Pferd gelassen? Das ist wahrscheinlich weggerannt, ne? Ah, da vorne sind Schäfchen. Nee, das sind keine Schafe, das sind Hirsche. Noch mehr Räuber. Hey, warte, du bist tot. Hm, interessanter Dialog. Beziehungsweise Monolog. Oh, oh. Ah, noch ein Räuberlager und ein Wildschwein. Ich habe daneben geschossen. Geil. Hier. So, wo ist denn der Rest von euch? Da unten. Alles klar. Tja, biegt er da einfach ab durch die Zaunlücke. So, haben wir es? Haben sich alle wieder beruhigt? Da unten ist noch so ein ganzes Lager. Hier komme ich wahrscheinlich später auch nochmal vorbei, aber hey. Wo wir schon mal hier sind. Was? Hier gibt's gar nichts drin? Doch, da. Truhe. Dankeschön. Mal hier oben lebt einfach niemand mehr. Oh. Eine Saga eines Plünderers. An dem Tag landete Siegfried und Sinrik mit dem Drachenschiff im Land der Letten. Sie zogen durch den weiten Wald zu den Hütten des Waldvolkes. Pfeile regneten herab,
bis der Kampfschweiß floss und das Eisen hämmerte auf Kettenhemden. 4 Truhen mit Gütern nahm sie aus der schwelenden Halle. Das war ein guter Raubzug. Für jedes Truhenschloss, wie viele hatten das? 1. Oh, der. Die Aale fliegt zu langsam. Hä? Wie fliegt das Ding denn? Verpiss dich lieber. Rechts in der Wand, doch da oben, da komme ich nicht ran. Ja, da ist besser. Bleibt er einfach stehen. So, wo ist ein anderer hingerannt? Dahinter das Fass, ja. Er ist schon tot, glaube ich. Ja, dann waren es dann alle. Und ich glaube, mein Vogel dürfte mir auch den Schlüssel gebracht haben. Das Paladin-Beinkleid. Entschuldigung. Ja, schauen wir uns direkt mal an. Was ist denn jetzt hier los? Was macht's denn? Nahkampfangriff verbraucht mehr Ausdauer und Achso, das ist schon wieder. Ja. Finde ich nicht so spannend. Ja, von 4 Truhen war die Rede. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 4 irgendwelche krassen Truhen sind oder nicht so krasse Truhen oder. So, das müssen wir. Achso.
Wir lesen doch und heben nicht erst auf. Ein sorgfältig geschriebener Brief. Papa, ich war traurig, als Mama mir sagte, dass du zu meinem Geburtstag nicht da sein wirst, obwohl ich weiß, dass du einen wichtigen Auftrag zu erledigen hast. Mama sagt, du triffst einen Mann im Nordhafen von Paris, um die versprochene Medizin abzuliefern. Ich kann nur warten und artig sein, denn die Medizin, die du ihnen bringst, wird gebraucht und diese Kinder brauchen dich mehr als ich. Ich hebe etwas Kuchen für deine Rückkehr auf. Ich vermisse dich und werde dich immer lieben. Gezeichnet Freud. Okay, das war die Medizin, die habe ich jetzt einfach mitgenommen. Ah, okay. Also es war gar keine so eine normale Kiste, sondern tatsächlich eine Questkiste. Entschuldigung. Mal schauen wir mal rein, was wir da haben. Moment. Ja, irgendwie hatte ich jetzt einen trockenen Hals, sorry. Silberzüngig, was haben wir denn da? Eliminiere dein Ziel. Achso, das ist der Rebellenauftrag. Und hier haben wir, Ivor findet eine Kiste, die einst von einer Schmugglerin nach Paris gebracht werden sollte. Kommt die Lieferung an, könnte eine Belohnung winken. Finde den Kontaktmann der Schmugglerin und sprich mit ihm. Okay, wissen wir, wo das ist? Wahrscheinlich schon, ne? Paris, Nordhafen. War gesagt, wo ist denn der Nordhafen? Taverne Schlauer Fuchs. Baderast. Holzbrücke, Seichenviertel. Da ist Siegfrieds Vorposten. Nee, ich habe keine Ahnung, wo der Nordhafen ist. Müsste man vielleicht echt mal gucken, wo das sein soll. Okay, und wir haben auch keinen Questmarker dazu. Das ist aber gar nicht schlimm. Das macht nichts. Wächst alles nach. So, haben wir hier alles erledigt. Dann sind wir nämlich für heute fertig, würde ich behaupten. Zeit ist nämlich leider schon wieder um. Ah, der Köcher ist schon wieder voll. Sehr gut. Silber, oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das. Beim nächsten Mal reisen wir dann weiter nach hier oben. Gibt es hier überhaupt einen gescheiten Weg? Hier gibt es vielleicht eine Furt, ne? Das sieht so aus wie ein Weg irgendwie. Das müsste man mal erkunden. Ansonsten gibt es hier irgendein Kloster. Ein Brückenkloster. Schauen wir uns beim nächsten Mal alles an. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.